Ach du Hanse, ach du Scheiße. Wo sind wir? Wo müssen wir hin? Wo sind wir? Wo? Ich glaube, das ist die richtige Richtung. Ich habe die Orientierung ein bisschen verloren. Hey, all diese Leichen. Niemand bewacht ihre Häuser, stimmt? Sie sitzt hier fest. Versuchen wir es. Heute Nacht. Mit einem großen aber reden wir später darüber. Ich bin Löschung. Sucht euch was anderes! Was ist hier los? Er ist tot! Elende Viecher! Ha. So, jetzt weiß ich, wo ihr seid. Fliehen ist zwecklos! Ich bin noch nicht fertig mit euch! Komm auf die Fackel. Alles klar, ich bleib schön. So, jetzt hier vielleicht ein bisschen von dem Zeug. Nein! Nein! Du komm, das gilt nicht. Wir waren da drüben. Meine Fresse, das kann sich auch manchmal. Ihr Mistviecher scheint mich zu mögen. Hey, all diese Leichen. Niemand bewacht ihre Häuser, stimmt's? Versuchen wir es. Heute Nacht. Mit einem großen Sack. Scheint riskant, aber reden wir später darüber. Klar. Was zur... nicht durchlassen, oder? Sie sind hier lang. Ganz sicher. Komm hier rüber. Sie haben uns... Das muss jetzt ein bisschen schneller gehen. Schloss müssen oder? Wo ist Josephs Boot? Der Steg muss hinter dem Tor liegen. Wenn er schon angelegt hat, dann könnte er Probleme bekommen. Beeilen wir uns. Was ist das? Ist nichts. Jetzt aber schnell. Raffinesse-Fertigkeit. Aufwerten können wir nichts. Ich habe die Mio vielleicht Mikan müsste bei der Herstellung vielleicht müsste schon zu meiner Ressource sparen. Interessant. Ihr schafft es nie! Kommt! Danke, dass du gewartet hast. Und für deine Hilfe. Naja, ihr wart auch beteiligt.
Und? Wo ist der Rest eurer Gruppe? In der Stadt. Sie bereiten sich vor. Ich sollte... Schnell weg hier. Was haben sie getan? Ich hole sie ab. Wir treffen uns am Steg hinter dem Haus. Oh, sei vorsichtig. Was geht hier vor sich? Das war so klar. Jetzt laufe ich noch eine Ehrenrunde. Und da bin ich mal gespannt. Spannender Soundtrack. Aber ich sehe nichts. Was denkt ihr, war das? Weiß nicht, aber es hat mich geweckt. Da, das Haus! Ein böses Omen, glaubt mir. Die Ausgangssperre gilt noch. Zurück in die Häuser! Was ist los? Sag es uns. Sag die Wahrheit. Nein, nein, lauf! Lauf weg! Was zum Fick soll das? Komm schon! Ach, scheiße, in die andere Richtung. Was denkt ihr, war das? Weiß nicht, aber es hat mich geweckt. Da, das Haus! Nein, nein! Läuft hier. Alter Schwede, ganze Dächer. Das Haus, es steht noch los, schnell! Schneller, schneller! Hugo, ich bin hier.
den richtigen getroffen. Bitte beruhige dich, bitte. Ich weiß, warum du bist. Wir sollten hier raus, bevor alles zusammenbricht. Ja, Lukas wartet am Steg, also los. Nun, das ein Albtraum von ihm war. Heilige Scheiße. Der muss ja nie wieder schlafen. Amicia. Ich sollte ihn tragen. Ich mach das. Die ganze Stadt ist verloren. Alles verloren. Wir müssen gehen. Sowas. Gab's das noch nie. War doch klar an dem Zeitpunkt, wo wir angekommen sind in dieser Stadt. Dass die Stadt am Ende was nicht mehr sein wird. Was ist los? Mir ist schwindelig. Und dass wir irgendwie weg müssen. Es ist nichts. Schlaf weiter. Nee, lieber nicht. Wenn du noch einen Albtraum kriegst. Für mich. Nein. Keine Sorge, Hugo, du hast sie alle umgebracht. Lass die Augen zu. Amicia, was ist passiert? Die Mach dich nicht Ratten. Sie haben angegriffen. Nein. 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 Wir gehen, Hugo. Tut mir leid. Wie in meinem Albtraum. Alles nur wegen mir. Beruhige dich bitte. Nein. Ich bin schuld. Nein. Träume sind Träume. Verstanden? Auf dem Boot gebe ich dir etwas. Es wird dich beruhigen. Nein! Ich will, dass es aufhört. Tut mir leid. Es soll aufhören, Amicia. Das wird es. In Marseille helfen sie dir. Das ist nicht wahr. Das sagst du immer. Aber du lügst. Lügnerin! Hugo, ich... Bitte beruhige dich. Der Mönch du hast das Recht, traurig und wütend zu sein. Aber du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Wir finden einen Weg. Ganz sicher. Geht's euch gut? Ich dachte, ihr wärt... Wir sind unversehrt, Lukas. An Bord, schnell! Es sind nur wir, Magister Modin. Verstehe. Verlieren wir keine Zeit. Tabelle 5, unruhiges Fahrwasser. Na, das klingt doch nach einem guten Titel, wenn wir jetzt mit dem Boot unterwegs sind. Klingt entspannt. Was soll da schon schief gehen?
alles kriegen. Und dasselbe passierte auch in Guyenne? Die Ratten. Der Biss, der das Blut vergiftet. Es schien so weit weg von uns. Vogel, warte! Hey, du hast geträumt. Sind wir da? Nein, aber bald. Hey. Sieh da nicht hin. Wieso? Sie bleiben doch sowieso da. Es ändert überhaupt nichts. Hugo, du hattest einen Anfall. Ich will nicht nach Marseille. Viele Menschen sterben, du weißt das. Mutter will, dass du... Nein! Die Insel. Dort muss ich hin. Da kann ich geheilt werden, Amicia. Wir können sie finden. Bitte. Niemand hört zu. Mutter wusste, dass es mir nicht gut geht. Doch der Magister hat es abgetan. Er sagt, es sei ein Test. Mutter und er meinen, sie wissen alles, doch sie wissen gar nichts. Mensch, sterben, meinetwegen. Hey, hey, hey. Ich weiß. Ich will wirklich nur dein Bestes. Versprochen. Nett, finde ich gar nicht so ungerecht. Lukas, besuchst du mit Hugo den Kapitän? Gern. Er wird euch zeigen, wie man das Boot steuert. Die Möglichkeit mit der Insel sollte man in Betracht ziehen. Mit dem, was gerade passiert. Ich frage ihn, ob er uns Knoten beibringen kann. Und vielleicht lässt er uns sogar ans Steuer. Ja. Wir müssen ihn beschützen, Amicia. Du willst ihn nur wieder einsperren. Das ist nicht dasselbe. Du hast gesehen, was passiert. Der Orden hat Mittel und Experten. Sie wissen, was zu tun ist. Wir haben gesehen, was passiert, wenn man ihn einsperrt. Das ist nur passiert, weil du und dieser Vaudan so schlecht zu Hugo wart. Mutter, ihn wegzusperren und ihn weiter zu quälen, wird ihn am Ende noch umbringen. Genau das. Er ist ein Kind. Er ist ein Opfer von all dem hier. Er ist mein Kind. Wir sind keine Feinde, Amicia. Ich weiß, du liebst Hugo und euch verbindet etwas, das ich nie verstehen kann. Aber bitte öffne deine Augen. Das Geschehene wird sich wiederholen. Ja. Du hast recht. Du verstehst es einfach nicht. Ah, der Schutt. Hier ist jede Menge davon. Ich werde mal nachsehen. Ich weiß, was los ist. Na, dann kümmern wir uns darum. Na schön, Kinder. Dann leg mal los. Hey, du kannst wieder rein, wenn du willst. Nein, ist schon gut. Ich lass dich nicht hängen. Das weißt du doch. Fürs Erste bringen wir das Boot in Bewegung. Es ist noch nicht vorbei. Ja, na los. Dankeschön. Sieh mal, unterm Rumpf ist jede Menge Schutt. Sollen wir den wegräumen? Das würde zu lang dauern. Wir könnten es runterschieben? Gut, versuchen wir es. Fertig? Ja. Dann schieb! Ihr müsst nachkommen! Was? Amicia! Folgt uns! Das haben wir schon mal geschafft. Komm, wir suchen uns einen anderen Weg. Ich hoffe, Joseph kann das Boot anhalten. Hoffentlich keine Wachen im Weg. Unter Ratten. So viele sind tot. Das haben sie nicht verdient. Eine Tragödie. Ich hätte nie gedacht, dass... Dafür ist es jetzt zu spät. Aber diese Insel. Hugo sagt, dort wird alles gut. Also ist es so. Wie?
Die Frage ist, wo? Wir müssen sie finden. Was ist mit eurer Mutter? Mir egal, aber du musst dich für eine Seite entscheiden. Sie ist meine Magistra. Hier ist ein Weg. Hier durch. Mit dem Kopf einzusperren. Mal hier sehen, was Fluss. Das bringt. Da sind sie. Mein Gott, es sieht von oben noch schlimmer aus. Das stinkt ja widerlich. Was ist das? Oh nein, 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 nein. Eine fantastische Ratten. Was zur Hölle? Da sind sie. Sie sind schon hier? Steuern. Wir können wohl mal Ratten steuern. Sind in Sicherheit, glaube ich. Das war wirklich knapp. Alles in Ordnung? Ja, keine Sorge. Komm schon, lauf. Sieh doch, beiden geht's gut. Ja, aber die Ratten. Wir kommen schon zurecht, sind unterwegs. Puh, alles klar, das wäre schon mal geschafft. Wir sind umzingelt. Es muss doch irgendwie gehen. Die Kräne. Ja, wenn die Kräne Steine bewegen können, dann... Und der da hat eine Kurbel. Wir sollten es versuchen. Das sollte er machen. Eine Aufgabe für dich, Lukas. Geht klar. Es funktioniert. Das Heu bewegt sich. Ja, so kommen wir vielleicht rüber. Hast du das Loch gesehen? Was die mittlerweile können. Sie haben eine Stadt eingerissen. Und das wird wieder passieren, wenn wir Hugos Gefühle ignorieren. Oh, das Heu reicht nicht. Ja, versuch den Heuballen zu mir zu bringen. Dann kann ich ihn anzünden. Hier kommt's. All das nur, um nach Marseille zu kommen. Ist es aber vielleicht wert? Ist es nicht. Und Hugo glaubt auch nicht mehr daran. Ja, ich kann ihn leider gut verstehen. Bin da. So ist's gut. Alles klar. Hier komm ich. Dann mal weiter. Amicia! Wir sind auf dem Weg, Hugo! Er hat immer noch Angst. Ich muss schnell zu ihm. Er hat eine Mutter. Sie ist verblendet, Lukas. Das weiß er. Na gut, dann sollten wir schnell zum Boot zurück. Wir benutzen noch mal den Kran. Ja. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Ja, sofort. Über hier. Ich hoffe, es reicht zu lange. Fertig. Sag, wenn ich loslassen soll. Jetzt. Ich lauf los. Komm schon, schnell. Ah. Was zum... Oh nein, nein. Das ist sicher Level 30. Wie fantastisch großartig. Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Fertig. Sag, wenn ich loslassen soll. Jetzt, ich lauf los. Komm schon, schnell. Was zum... Nein, Lukas, und was jetzt? Ja, was denn? Hier, fang! Schleuder's auf den Boden und lauf zur Treppe! Oh, was ist das? Schnell, das hält nicht lang! Weg da! Haut ab! Das mögen sie nicht! Puh, was war das? Pyrit, ein Mineral, habe ich unterwegs aufgesammelt. Hat
hat mir das Leben gerettet. Danke. Ich dachte, da kommen nur Funken. Aber das... Ich brauche mehr. Dann halte danach Ausschau. Alles klar. Jetzt bringe ich dich rüber. Na, fantastisch. Alles klar. Lässt sich komplett drehen. Halt durch, Lukas! Lass dir Zeit, solange sie hier nicht hochklettern. Es geht darüber. Bewegt den Heuballen. Könnte hilfreich sein. Müssen wir mal schnell sein. Gute Frage. Ich hab den Stock. So wird es klappen. Ja, guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Oh je. Das wird eine knappe Sache. Du schaffst das. Lauf einfach weiter. Ja. Sind nur Ratten, stimmt's? Erkenne ich doch schon. Schafft er das? Ja. Worauf warte ich dann? Na los, los, ja! Nicht denken, renn! Nicht denken. Ah! Ja, du bist ziemlich schnell. Danke. Es geht nichts stimmt, über... Stimmt. Gute Motivation. Ich sitz fest, das Ding hängt. Ich kümmere mich drum. Hier ist noch ein Heuballen. Ich zünd ihn an und dann los. Alles klar. Bleib, wo du bist. Noch ein Heuballen. Also, hier ist einer. Ist noch nicht ganz. Amicia, ich kann nicht runterspringen. Der Zaun ist im Wind. Jetzt! Komm schon, na los! Geschafft! Übrigens, ich mag deinen Kampfschrei. Danke. Damit kann ich schneller rennen, glaube ich. Fast geschafft. Okay, durchatmen. Ich versuche es. Was nun? Gut, dann an die Arbeit. Was ist da jetzt der Plan? Wenn wir stoppen, dann kommen wir da nicht weiter.